Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Heute geht es um das Sommerhaus. Schreibt gerne mal für den Algorithmus unten Sommerhaus unten rein, wenn ihr den ganzen Gossip drumherum nicht verpassen wollt. Lohnt sich auch ein kostenloses Abo, denn ich bleibe natürlich auch in Zukunft dran. Denn diesmal, ja, rechnet Gloria mit Sam und auch Raffi ab. Und ich muss ja sagen, Sam und Raffi mag ich überhaupt nicht. Und ich finde, die kommen teilweise auch durch die Sendung viel zu gut weg. Und ich weiß auch nicht, warum die überhaupt supported werden. Aber es gibt anscheinend Leute, die irgendwie feiern. Ich kann es auch verstehen, dass für so eine Sendung Sam Dillon durchaus auch interessant sein kann, weil er da seine Intrigen spielt. Und der hat ja auch dann durchaus vielleicht für manche auch eine unterhaltsame Art. Ich finde ihn aber ganz, ganz schrecklich menschlich. Ja, ganz schrecklich. Und ein Raffi ist da auch nicht besser und eine Gloria, die ich sonst auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei finde, um es mal freundlich zu sagen, rechnet jetzt mit Raffi und Sam ab und ich bin überrascht und geschockt gleichermaßen, dass ich mal der Meinung von Gloria bin. Wow, hätte ich auch nicht gedacht, aber seht erst mal selbst. Jetzt kommt ein kleines Statement zu Raffi und Sam. Weil, also ihr habt es in den letzten Folgen schon gesehen, man hat jetzt nicht so wirklich viel davon gesehen, aber Sam, Raffi und ich waren wirklich sehr, sehr close. Also vor allem Raffi und ich. Raffi und ich, wir waren so, so close, weil ich irgendwie so ein bisschen in Raffi halt auch so eine kleine Gloria irgendwo gesehen habe, weil er ja auch gerne ein bisschen explodiert und gerne mal schneller redet, als er denkt. Und ich war ja auch für Raffi da, als er seinen Fastauszug hatte und seinen Nervenzusammenbruch. Ich war ja für Raffi da, als er dieses KHF-Thema mit Stefan hatte. Da saß ich ja auch mit ihm da und habe ihn getröstet. Ich war bei der Messerattacke bei ihm, beziehungsweise bei Sam. Wir waren wirklich richtig, richtig close. Wir haben auch immer miteinander geredet. Deswegen habe ich auch gesagt, ich komme zu meinen Babys, weil ich immer zu ihm gesagt habe, ist mein Baby. Und wir haben die ganze Zeit Witze gemacht. Wir waren wirklich richtig so. Und ich habe zu den beiden gesagt, ich würde die niemals wählen, weil lieber stehe ich mit Freunden im Finale, als nachher mit meinem Erzfeind. Und lieber verliere ich gegen meine Freunde, als dass ich vielleicht ein bisschen eine bessere Chance habe, gegen meinen Erzfeind zu gewinnen. Aber die Möglichkeit besteht, dass der auch gewinnen kann. Und und irgendwie habe ich mir halt auch das Gleiche natürlich erhofft oder gedacht, dass es so sein wird. Zumal Raffi die ganze Zeit gesagt hatte, wir müssen U wählen, wir müssen U wählen. Die ganze Zeit. Ich habe gesagt, wen wählt ihr? Ich habe nicht gesagt, ich wähle den, wen wählt ihr oder wählt den, sondern ich habe immer gefragt, wen wählt ihr? Und er hat immer gesagt, U muss raus, U muss raus. Und ich war ja auch dafür, dass U raus muss. Und ich so, ja, okay, ich bin auch dafür, ich wähle den auch. Und dass dann aber zu mir den ganze Zeit, auch vor der Nominierung, noch gesagt wird, wir wählen U, wir haben U gewählt. Und auf einmal sagt er, ja, wir wollen dich im Spiel schlagen, weil du bist schwach. Und ich denke mir so, what the fuck? Wählt er jetzt uns? Und dann höre ich so, ja, du hast schon mal gewonnen, bla bla, du darfst nicht nochmal gewinnen. Und ich denke mir so, was für eine linke Ratte. Wirklich, also, es war wirklich, also ich war auch wirklich sprachlos, man hat auch gemerkt, so, ich konnte gar nichts sagen. Ich war wirklich, also menschlich einfach zu 1000% so richtig, richtig enttäuscht. Vor allem von Raffi. Von Sam auch, weil mit Sam war ich ja auch richtig gut, aber von Raffi noch einen Tick mehr, weil mit Raffi war ich noch mal einen Ticken closer. Und vor allem, ich war für ihn ja immer da. Und dann kriegt man da sozusagen so das Messer in den Rücken gerammt. Und was ich halt von Sam auch richtig, richtig bodenlos fand, war, danach dann, wo er dann so tut mit dem Champagner, mit seinem Billigsekt, ich dachte mir so, hä? Anstatt dass du sagst so, hey Gloria, mir tut es richtig leid, ich hatte einfach Eierflattern, ich bin einfach schwach oder ich, irgendwie so, es tut mir leid, bitte verzeih mir, dass man dann noch, weil man eine Freundin, ja, also wir waren wirklich, ich hätte schon fast gesagt, wir waren Freunde, eine Freundin sozusagen nominiert. Anstatt so zu sein, fängt man dann noch an, obendrauf sogar noch zu sein mit, ja, ich trinke den Sekt wie Champagner, aber dich kann ich rauswerfen und so. Hat einfach nur gezeigt, was Sam für ein bösartiger, hinterfotziger, soll für den Ausdruck, Mensch ist, der wirklich keine Skrupel hat. Und ich kann wirklich jedem nur raten,
Wenn ihr mit Sam in einem Format seid oder mit Raffi, traut denen keinen Meter über den Weg. Gar nicht. Also wirklich nicht. Ich habe es gemacht. Bitterlich hingefallen, bitterlich enttäuscht worden. Und wir hatten wirklich eine sehr, sehr enge Connection. Und wir haben wirklich die ganze Zeit aufeinander gehangen. Ja, also das war wirklich einfach nur richtig menschlich bodenlos. Also ich bin nach wie vor enttäuscht. Habe nach wie vor auch keine Worte. Ach, Schmerz. Und, ja, also, ich war einfach wirklich richtig sprachlos. Warum ich dann, gut, okay, das Glas Gin Tonic auf Raffi geschüttet habe oder in seine Richtung geschüttet habe, das war einfach halt auch, weil ich wirklich, ich wusste gar nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe wirklich gedacht, entweder klatsche ich jetzt meinen Kopf gegen die Wand, weil ich so dumm bin, dass ich denen vertraut habe und ich mich so geärgert habe. Und dann hat man noch eine freche Klappe und fängt noch an, weiter rumzusticheln und weiter auf einen draufzuhangen. Und ich denke mir so, hä, was war denn los? Wir waren doch befreundet, wir waren doch so close, auf einmal nominiert und auf einmal drücken die einem die ganze Zeit Sprüche. Also es war wirklich richtig, richtig falsch, richtig link, zwei Gesichter. Ich bin wirklich kein großer Fan von Gloria, da bin ich ganz ehrlich. Sie ist eine Person, die ich im Sommerhaus schwierig fand, aber auch schon vorher mit ihrem Ex Nicola ganz, ganz fürchterlich. Und zumindest hat ihr jetziger Freund sie besser im Griff und sagt dann halt auch, ich gehe jetzt, also und fertig. Und da hat man richtig gemerkt, wie sie da plötzlich Männchen gemacht hat. Und er sagt, nee, bitte nicht. Und da wusste man schon, okay, die hat jetzt mal jemanden, der da auch mal auf den Tisch haut und sie das da nicht so abziehen kann mit ihrer toxischen Scheißart. Aber nun gut, sie hat das auf jeden Fall im Sommerhaus auch öfters gezeigt, dass sie momentan so im Zwiespalt mit sich selbst ist. Sie weiß manchmal auch gar nicht, wo sie jetzt wirklich hin will. Will sie so sein wie früher oder wie jetzt? Ja, sie versucht auch so ein bisschen danach zu gehen, was die Leute sehen wollen und dass sie auch verunsichert, welche Gloria wollen denn die Leute sehen? Ja, also man merkt ja, in ihr arbeitet es. Aber sie arbeitet zumindest irgendwie an sich, indem sie sich anscheinend auch ein bisschen reflektiert hat und das ist ja schon mal positiv. Ich fand es aber sehr schade, dass sie sich so vor den Karren hat spannen lassen als erwachsene Frau bei einem Raffi und einem Sam Dillon. Ihr könnt euch vielleicht noch an die Situation erinnern mit Emma und Umut und da bin ich auch kein Fan von den beiden, aber so toxische und fürchterliche Fragen provokanter Natur zu stellen, nachdem man irgendwie zu dritt das da absprach vor einigen Folgen, vielleicht könnt ihr euch noch dran erinnern, fand ich schon ziemlich schwierig, um es mal freundlich auszudrücken. Und dass Sam Dillon und Raffi linke Personen sind, ich denke, das merkt man relativ schnell, wenn man sich die Sendung dort auch genauer ansieht, merkt man, wie intrigant ein Sam Dillon ist, wie impulsiv, manche nennen es impulsiv, ich nenne es geistig gestört, ein Raffi auch sein kann, der von 0 auf 100 ganz schnell auch ausflippt. Und das ist ja auch nicht das erste Mal im Sommerhaus. Ich erinnere nur an den Boxkampf und dieser peinlichen Nummer, wo Sam Dillon geboxt hat und dort dann Raffi in den Ring sprang. Da muss man aber auch sagen, dieser Kampf war auch total lächerlich. Also eigentlich hätte man Sam Dillon gegen eine Frau antreten lassen sollen, so wie der geboxt hat. Das war wirklich nicht in Ordnung. Ja, der hat ja eine richtig auf die Fresse. Ich weiß gar nicht mehr, gegen wen der überhaupt geboxt hat, aber das war auf jeden Fall nicht fair gewesen. Könnt ihr mal unten reinschreiben, gegen wen hat er da verloren. Auf jeden Fall ist ja Raffi dann in den Ring gesprungen, ja, und wollte da beschützen und hat dann auch gemerkt, das ist schon ziemlich unfair, der Kampf, weil Sam Dillon überhaupt nichts vom Boxen drauf hat und naja, egal, ich lasse es jetzt sein. Auf jeden Fall hat man schon öfters gemerkt, dass er auch seine Ausraster hat, plus dass Sam Dillon einfach intrigant ist in jeder Sendung und ich ihn eigentlich nicht so gerne mehr schaue. Ich fand es am Anfang auch so ganz interessant, wenn er da seine Dinger macht und dann immer seine komische Art an den Tag legt. Und das ist ja hier und da auch mal ganz interessant. Oder lustig vielleicht auch, aber mittlerweile habe ich das auch übersehen. Und also
finde es nicht so unterhaltsam. Also ich würde ihn gerne in Zukunft weniger sehen. Aber da wird uns wahrscheinlich RTL oder auch dann Sat.1 nicht den Gefallen tun. Verdammte Scheiße, aber na gut. Das soll es ja für heute gewesen sein. Lasst gerne ein kostenloses Abo da. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt die Uploads mache. Ich glaube, das kommt jetzt einfach um 6 Uhr und um 12 Uhr kommt dann nochmal ein Update zu den Wollnys. Das soll es dann für heute hier gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.